vorab ein kleiner Applaus für die Künstler, für das, was wir noch sehen können. Zurück in die Zukunft der Fotografie haben wir uns entschieden, Kunstwerke zusammenzustellen, die mit unterschiedlich analogen Materialien hergestellt sind. Das heißt, sowohl kameralose Fotografie als auch Kunstwerke wie hier Torben Eskerott, der Entwicklungsprozess von Schimmel auf Bildern darstellt. Eine weitere Position in der Ausstellung zur kameralosen Fotografie ist Raphael Hefti. Er legt Moos in der Dunkelkammer auf die Fotopapiere und entzündet dieses Moos, sodass die unbelichteten Stellen weiß bleiben und die belichteten Stellen schwarz werden. Ja, am besten gefallen hat mir das Bild, vor dem wir hier stehen, Frau Leber. Denn erstmal hat mir die Kreativität gefallen, wie die Belichtung stattgefunden hat, nämlich mit einem Pistolenschuss. Und auf die Idee muss man erstmal kommen. Ja, was faszinierend ist, dass so ein Bild natürlich nicht reproduzierbar ist und dass man natürlich auch die unterschiedlichsten Dinge in dieses Bild reininterpretieren kann. Ihre Einschätzung war ja, das ist irgendeine Weltallaufnahme. Meine Einschätzung war, es ist eher eine Meereslandschaft. Also sie wandelt sich total. Sie verliert diesen Aspekt der Objektivität und der Realitätsnähe und sie ist deutlich künstlerischer geworden. Also Bilder, Motive, dass man sich einfach total genau überlegen muss, was man eigentlich zu sagen hat. Also was für Motive man überhaupt erschafft, die müssen einfach inzwischen wirklich... Das muss Kunst sein, man kann nicht mehr nur die Welt dokumentieren, das machen ja alle sowieso schon. Well, I don't think so at all. I mean, I happen to know even that a lot of big computer companies are backing up all their digital files on film. So there's an enormous amount of film being made today just to preserve data. And film is such a fantastic medium that I think the tradition of it will continue. And if the big companies shut down, I think there'll be smaller companies that are manufacturing these materials and will find a way to make it. Ausstellung zurück in die Zukunft der Fotografie, wie auch in der nächsten, Chip versus Chemie, wollen wir generell die Zukunft der Fotografie in Frage stellen. Denn Fotografie wird heute ja nicht mehr unbedingt als im Alltag als abbildendes Material verstanden im Abzug, sondern höchstens als Bild in Clouds oder im Handy eben. Und wir stellen die Frage, ob die Fotografie, also als abbildendes Material, als Abzug, überhaupt noch eine Zukunft hat oder ob diese Abzüge nicht eigentlich in digitalen Welten weiter existieren werden.